Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls auf einem euch wahrscheinlich eher unbekannteren Account, denn wir schauen uns heute den Account meiner Schwester an. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe mir gedacht, ich greife mal ein bisschen unter die Arme und schau mal, ob ich ihr in der Kampagne ein paar Dinge machen kann. Wenn wir uns die Kampagne anschauen bei ihr, da sind ein paar Sachen, die halt noch nicht so fertig sind. So ein paar habe ich auch immer mal wieder bei ihr gemacht. Einfach damit es leichter ist, wenn sie dann zum Beispiel Missionen warpt, dass ihr das leichter von der Hand geht. Und ich dachte jetzt, ich bin schon gerade mitten dabei, dann nehme ich euch doch gleich mit und dann kriegt ihr da auch einen kleinen Einblick. Gerade wenn ihr vielleicht auch eher am Anfang des Spiels seid oder nicht so viel Zeit investiert ins Spiel und aber trotzdem gerne ein paar Annehmlichkeiten hättet, dann ist das Video vielleicht etwas für euch und ansonsten vielleicht ja, guckt euch mal rein und schaut, ob ihr Spaß habt. Ich habe mir gedacht, der Spock ohne Gehirn, der sieht hier recht ready aus, 90 von 100. Dann schauen wir mal, was dem fehlt. Bei ihm wäre es eine Sektion 31 Geschichte, die man kaufen könnte, aber 100 Dilly, ich mag ihr kein Dilly wegnehmen, deshalb müssen wir das anders machen. Ich schau mal, was in der Höhle ist, denn da gibt es als Belohnung dieses Item, gibt es auf jeden Fall dieses Item, weil es eine geschlossene, also eine farbige Truhe ist im Vergleich zu dieser weißen Truhe. Die weiße heißt ja nur, es kann vorkommen, und die farbige heißt, wenn man einen gewissen Gap, einen gewissen Milestone erreicht, dann kommt es definitiv vor. Dann reisen wir da mal hin in der Höhle und dann sehen wir, wir haben hier noch zwei Unready. Es wurde schon einmal geflogen, das heißt, wir sehen, wo es denn noch Items zu holen gibt und welche Items es noch zu holen gibt. Wir haben einmal irgendwas Unspannendes, Nottransponder, und das hier ist the Item to Have, das Holo-Programm, das wir unbedingt brauchen, das immer sehr gut gefragt ist. Gut, wir brauchen dafür Querdenker-Pilot, ist relativ egal, das kriegt, glaube ich, jeder hin. Wichtig natürlich, wenn man sowas in Angriff nimmt, dass auch die Leute verfügbar sind, sprich, ich habe jetzt abgewartet, dass bei ihr die Reise zurückkommt und dass die Shuttles zurückkommen, damit ich das hier gut machen kann. Ja, das geht sich super aus mit der Bohrkönigin. Das hier wäre das Allerwichtigste, eigentlich Diplomat und kulturelle Persönlichkeit, und es sollte Dingens hier sein, diplomatisch, Diplomat und diplomatisch. Okay, da haben wir 400, da haben wir 500 an Diplo-Wert. Da hat man wieder 400, da haben wir 400, 500. Okay, dann schauen wir noch bei kultureller Persönlichkeit. Vielleicht geht es sich auf ein 500er aus, wenn ein gewisser Bonus da ist. Es würde einen Bonus noch zusätzlich geben. Aber ich meine, wenn ein PvP-Wert noch dabei ist, der das Ganze boostet. Schauen wir mal bei kulturelle rein, ob man... ob wir es einfacher haben, ja, definitiv. Definitiv, die Bohrkönigin kommt da super drauf und das erwischt sie auch ganz gut. Ideal. Ja, bei Missionen immer wichtig, dass das Ende gut sitzt. Das könnte auch die Bohrkönigin noch schaffen, würde sich noch locker ausgehen. Sie würde zwei Missionen hintereinander machen, das heißt, sie ist ein bisschen erschöpft danach. Aber gut, dann schauen wir mal, nehmen wir noch den Picard mit, sicherheitshalber. Dann schauen wir noch, ob es da irgendwelche anderen Hindernisse gibt. Sieht aber nicht so danach aus. Wir gehen diesen unteren Weg hier. Da gibt es nichts, was irgendwie gesperrt wäre. Und dann nehmen wir da noch einen Engineer mit, damit wir auch durch diese Missionen hier ohne Probleme kommen. Habe ein Versorgungsticket gezogen. Das heißt, das reduziert auch nochmal die Kosten von den Missionen. Sonst kann das ja doch ordentlich in die Chronitonen gehen. Gut, das hat gut funktioniert. Jetzt nehmen wir die Borgkönigin. Ja, schaut euch das an, die Power dadurch ohne Probleme. Dann haben wir die Chainway, die macht hier wieder in der Mitte. Dann Borgkönigin, 700 brauchen wir, 1000 haben wir, 193 gibt es noch als Bonus dazu, und yes, da haben wir das Item und ja, das Ende. Ihr seht schon, Borgkönigin könnt's machen. Aber wozu haben wir denn die PK mit?
Gut, gut, gut. Ta-da-ta, ta-da-ta. Würde man das Ganze jetzt am Handy spielen, dann könnte man das Ganze doppeln, die Belohnung, wenn man den Doppler noch aktiv hat. Und würde dann hier zweimal das Holo-Programm rauskriegen, was auch nicht so verkehrt ist. Und das Ganze könnten wir uns natürlich episch auch noch anschauen. Nur mal Interesse halber. Eventuell wird sich das nämlich auch ausgehen. Oder wir gehen den oberen Weg. Da gibt es nämlich auch Sterne, die wir abholen könnten, die dann relativ leicht abholbar sind. Sonst gehen wir mal den unteren Weg. Machen wir das einfach mal. Wir sind schon dabei. Dann let's go. Gibt nämlich auch mal zusätzlich Erfahrungen, wenn man das macht. Und das ist eigentlich ganz nice. Aber dass das erste Mal fliegt, dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Erfahrungsboost. Wir kriegen eine Pike Enterprise. Ehre. Jetzt ist es interessant, ob sie das schafft. Sie hat ja ein bisschen weniger, aber der Boost, der holt es raus. Dachte er, sagte er, und es klappte nicht. Schade, okay. Da sind wir knapp vorbeigeschrammt. Aber yes, natürlich sehr schön. Schön Erfahrung. 1000 irgendwas an Erfahrung bekommen. Und wenn wir jetzt auf Wiederholen gehen würden, würden wir sehen, aha, okay, alles klar. Da haben sich die anderen Items verborgen. Das hier, Dilly, ist zum Beispiel halt ideal. Gut, dass ich das eigentlich nicht gemacht habe. Das ist halt... oh, und er auch. Gut, dass ich gut, dass ich das nicht gemacht habe. Das kann meine Schwester dann machen auf dem Handy. Denn das ist halt perfekt. Da würde sie den Queen doppelt rauskriegen. Und ja, dann hätte sie einen 5-Stern erhalten, gleich mal auf 2 Sternen. Das ist halt richtig nice. Und hier Dilly verdoppelt, käme sie auf 300 Dilithium. Das ist auch nicht verkehrt. Also ganz cool, dass ich gerade hier nur die Pike Enterprise abgeholt habe, die man jetzt nicht so unbedingt braucht. Dann machen wir den Spock fertig. Investieren wir ihm so um die 30 Trainingsprogramme. Ich glaube immer so 33, je nachdem wie ich es gerade hinkriege mit dem Klicken. 33 braucht es circa, um jemanden von Level 90 auf 100 zu bringen. Dann ballern wir ihm die 3 Items an. Und eigentlich können wir gleich auf 100 generell bringen. Und dann haben wir den ready. Neuster Deuster. Da haben wir dem Spock Gehirn verpasst. Gut, 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 gut. Sehr schön. Okay, bei allen täglichen Missionen. Ah ja, die Flottenherausforderungen sind noch offen. Die muss ich mir dann auch nochmal anschauen. Da ist bei ihr nämlich das hier noch nicht abgeschlossen. Bei den Kadetten. Da wollte ich auch immer ein eigenes Video machen zu den einzelnen Kadettenherausforderungen. Aber immer ein bisschen schwer, sich im Nachhinein einzufühlen in einen Account, was da hilfreich ist. Weil jede Flottenvoraussetzung ja was anderes beinhaltet. Manchmal gibt es nur Frauen und manchmal gibt es Aliens und mal nicht. Das ist ein bisschen schwer im Nachhinein das zu sehen, vor allem weil der Crewplatz immer voll ist. Und ich könnte jetzt nicht mal auf die Schnelle sagen, hey, ich gönne mir 100 Crewkapazität, um da wieder ein paar Leute auszufrieren. Das geht halt leider nicht. Schauen wir mal, Veteran. Das Ende ist immer das Wichtigste eigentlich. Das ist... Ja, ne, das Ende muss passen. Und 380 mit Veteranbonus. Die Kira kommt auf 303. Eventuell würde das passen. Clever, Taktiker und Ferengi würde es da einen Bonus geben. Und ja, wir hätten die Kess als die beste. Da müsste man eventuell wen ausfrieren. Das hier könnten wir 209, wird schwer, wenn der Doktor Astrophysiker ist. Nee, ist er nicht. Dann wird das schwer. Spock, ja gut, der könnte das hinkriegen da vorne. Also der kriegt das auf jeden Fall hin. Ich müsste aber wen ausfrieren, der beides kann. Weil es darf keinen Malus geben. Wenn es hier irgendwo einen Malus geht, gibt, dann klappt das hier definitiv nicht. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall sie mitbringen und ich müsste gucken, ob die anderen das andere lösen können. Idealerweise natürlich, wenn wir einen Top
Diplo-Hannes hätten, dann würde der Diplo-Hannes das hier beides lösen und dann hätten wir hier jemanden, der diese beiden Sachen macht. Genau, das ist die Geschichte. Kurz nochmal reinschauen. Ungewöhnlich außerirdisch oder teilweise außerirdisch. Und dann müsste ich mir anschauen, wen sie als Zwei-Sterne-Helden hat. Und bei wem das zutreffen würde. Der kleine Nachteil, so richtig filtern kann man da nicht. Ja, ich könnte das filtern, aber dann kommt irgendwie alles komplett durch, bunt gemischt durch. Und das ist halt so kacke. Das heißt, eigentlich müsste ich mir da jetzt nach und nach alle Zwei-Sterne-Leute anschauen, weil ja nur die kommen in Frage. Und dann gucken, wen sie da bei den Zwei-Sterne-Leuten hat und was deren Werte sind. Und dann noch überlegen, warte, ist der jetzt außerirdisch oder nur teilweise oder nicht oder schon. Der hätte Wissenschaftswert zum Beispiel, aber keinen Engineering-Wert, Tacker. Sowieso egal, der ist ja Mensch. Ja, sie könnte Engineering schaffen, hat aber weder Diplom noch Wissenschaft. Lita kommt da auch nicht in Frage. Paul. Wissenschaft auf jeden Fall, Diplo nicht in einen Gap, den kriegt sie nicht hin. Und gerade der Gap wäre der wichtigste. Deshalb würde ich eher jemanden bevorzugen, der Engineering hat und gleichzeitig Dings, Reagenzgläser, Wissenschaft. Das würde den Wissenschaftswert erfüllen. Das hier wäre guter Diplo, aber sie ist nicht außerirdisch, die Tilly. Lusira, nö. Seven? Seven könnte sie hinkriegen. Die Seven würde das, glaube ich, hinkriegen. Und dann bräuchte ich theoretisch nur noch ein bisschen Luck, um das Ganze auf der Diplo-Geschichte zu schaffen, damit ich die Diplomatie da hinkriege. Okay, gut, weiß ich mal Bescheid. Sie hat gerade ein bisschen zu viel Clou. Weil ich da gerade noch schauen wollte, ob ich da noch was weghauen kann. Keine Sorge, Schwester, ich hau dir nichts Schlimmes weg. Aber ich wollte nur schauen, sie sammelt auch nur die Leute, die sie mag. Wollte aber auch schauen, wenn irgendjemand jetzt ganz knapp davor ist und fertig werden, zum Beispiel den einen Quark habe ich gesehen durch das Event, dann wäre das natürlich eine Idee, den hier fertig zu bauen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so der Favorit ist von ihr. Okay, dann schauen wir mal weiter bei der Galaxie. 1, dann mal 2. 2 sieht gut aus. 2, genau, da habe ich vorher schon kurz reingeschaut. Das heißt, ich weiß hier schon, dass wir jemanden leveln sollten, der ihr das hier fertig macht. Das ist halt auch immer praktisch dann. Manchmal, wenn man halt vorankommen möchte, muss man auch oft schauen. Ist jetzt jemand dabei, den ich jetzt nicht unbedingt super cool finde, aber der halt eventuell mich da weiterbringen könnte oder der halt super Werte hat. Und der Verhörspezialist zum Beispiel wäre der Luther Sloan bei ihr, der eventuell da hinkommen könnte. Uhura natürlich auch, wenn man die noch ein bisschen levelt. 235. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, ist die Geschichte, dass wir hier keine PvP-Werte sehen. Das heißt, selbst wenn ich sie auswähle, kann ich mir die PvP-Werte nicht anzeigen lassen. Wenn ich länger draufklicke, ist sie wieder weg. Das heißt, auch hier gibt es keine Möglichkeit, dass sich das in dem Screen anzeigen zu lassen. Ist halt super, super nervig. Das heißt, ich müsste mir jetzt die einzeln anschauen. Slowed? Slowan eher. Und würde dann sehen, alles klar, der hat 170 mögliche. Und dann hat man noch die Uhura. Und die Uhura hätte 165 mögliche. Ja, okay. Könnte eventuell auch die Uhura machen. Ich dachte nur beim Sloan. Ich glaube, itemtechnisch ist der relativ gut aufgestellt. Dem fehlen die hier noch. Ja, okay, man müsste halt einiges replizieren. Also man müsste auf jeden Fall hier einiges an Dingens hier rausballern, an Mini-Items, die halt auch ins Geld gehen, sage ich mal. Mit Geld meine ich die Lizia-Konitonen. Und die Konitonen wollen wir uns ja eher aufheben, um reinzuballern in die Galaxiekarte. Ja, zusätzliche kaufe ich natürlich nicht.
mag ihr keine Ressourcen wegnehmen. Bis auf die Chronitonen halt, aber die wachsen ja sowieso nach. Aber die Lithium zum Beispiel, das würde ich nicht anrühren. nee, das mache ich nicht. 296, 165 mögliche, okay. Ja, das geht auch noch. Oh, da hätten wir eine Mission, die wir noch nicht haben. Vertrauensprobleme. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Kostet 18, ist also eher Endgame. Aber schauen wir mal, ob wir die schaffen. Ja, und oft kommt man wirklich vom Hundertsten ins Tausendste, weil man sich dann denkt, ah verdammt, eigentlich bräuchte man da noch diesen Charakter, um das zu schaffen und diesen Charakter, um das zu schaffen. Das ist immer schon, sehr interessant. Hier haben wir das Item, das wir brauchen. Ende ist wichtig, wie gesagt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der das schafft. Sie hat keinen Bonus, aber sie kommt auf jeden Fall auf die Werte, die Crusher. Das sollte kein Problem sein. 700 haben wir dahinter, das ist ja nicht ganz so cool. Veteran Taktiker. Ja, sie wird Taktiker, sie ballert da ohne Probleme durch. Das hier wird halt die Sache. Kommunikator und Romulaner oder Romulaner. Romulaner, glaube ich, brauche ich gar nicht suchen, aber machen wir uns mal den Spaß. Romulaner. Ja, das sind die Romulaner von meiner Schwester. Okay, dann suchen wir doch eher nach. Jetzt habe ich wieder vergessen. Kommunikator. Suchen wir nach Kommunikator und Kommunikator. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Sieht aus, als würde die Borg Queen das schaffen. Jetzt ist die Frage, wer macht den Anfang? Oder lassen wir den Anfang in die Hose laufen? Das Item brauche ich nicht unbedingt. Das Item wäre schon wichtiger. Ist halt jetzt nämlich die Sache, dass ich überlegen muss, ob ich das schaffe oder wie ich das schaffe. Okay, das mit der Chain geklappt hat auf jeden Fall. Kriege ich das auch weniger gut hin, aber mit mehr Command-Wert? Nicht wirklich. Nicht wirklich mehr Command-Wert habe ich da nicht zur Verfügung. Müsst mal probieren. Schauen wir mal, ob die Chainwave vielleicht, sie wäre nämlich Taktiker, ob sie das machen kann. Schauen wir mal, wer die erste Mission machen wird. Chainwave? Oh, nice, das klappt. Das klappt. Wir brauchen auch keine Bonus, denn das Item wurde bereits abgeholt. Der Stern ist erloschen. Das heißt, da ist es egal, wie gut sie das macht. Ausgezeichnet. Okay, dann nehmen wir die Borgkönigin. Die ballert mit ihrem Bonus da mega durch. Ausgezeichnet. Das hier unlockt die nächste Möglichkeit. Da ballert die Chainway jetzt durch. Ohne Gnade, aber so richtig. Wir holen uns das Latinum und das Ende macht die Crusher. Die kriegt zwar keinen Bonus, aber schauen wir mal, ob, ja, okay, die PvP-Werte, die wuppen das dann locker. Und Experiment hätten wir auch noch. Geil. Und natürlich, wenn man Bock hat, könnte man dann das Ganze wiederholen und sich hier noch den Geheimagenten eventuell reinstellen. Oder bräuchte es gar nicht eigentlich, wenn man die Borgkönigin hat. Und könnte sich das Item hier auch noch snacken. Kostet 18. Was meinst du? Was meint mein Schwesterchen? Sollen wir es machen oder nicht? Schauen wir mal, ob das Ende möglich wäre. Okay, das Ende wäre auch eher durch die Chainway möglich. Das geht auf jeden Fall. Braucht man nicht mal einen Bonus holen, weil ich gerade überlegt hatte, einen PK einzusetzen. Ja, schauen wir mal. Nehmen wir den PK vielleicht auch noch mit für den Anfang. Und dann drehe ich es auch noch, damit ich nicht durcheinander komme, wen ich zuerst einsetze. Weil hier ist es relativ logisch, wen man zuerst einsetzt. Und dann kommt man in die dezidierte Missionsansicht. Also hier rein jetzt. Und dann denkt man sich, warte, welche Reihenfolge? Deswegen immer ganz gut, sich vorher dann einen Plan zu machen, mit wem man was durchballern möchte. Borgkönigin, ja, easy. Das Protokoll und den Rest könnt ihr euch ausschnapsen. Da braucht man keinen Bonus mehr.
Das ist kein Problem. Cool, cool, cool. Nice. Haben wir noch was freigeschalten? Nö. Okay, passt. 590 Tilly nur noch. Das geht hier runter. As fuck. Chronitone. Chronitone natürlich. Joa. Nice. Da kommen die Zahlen rauf. Vielleicht geht es sich sehr aus, das Ganze noch zu machen. Hier, dieses Item, das würde ich auf jeden Fall auf der Unterebene bauen. Ich habe euch eh schon mal gezeigt, das ist ein Bug. Noch kein dezidiertes Video gemacht dazu, weil ich möchte nicht unbedingt, dass Wicked Realm an sowas arbeitet, weil das ist eigentlich sehr cool. Das kann man gut ausnützen. Wenn dasselbe Item zweimal vorkommt, dann wird es nur einmal verbraucht. Wir sehen es hier gerade, 298, und ich gehe einmal auf Bauen. Und wir haben noch 297, obwohl eigentlich nur noch 296 da sein müssten. Das klappt auch hier, weil auch hier ist es zweimal dasselbe Item zum Beispiel. Kann euch halt sehr viel Ressourcen sparen, gerade auch bei sowas zum Beispiel. Übersetzungsalgorithmus ist immer zu wenig vorhanden und dann kann sich das sehr gut lohnen hier. Was brauchen wir? Ja, es mangelt an Übersetzungsalgorithmus, dann power mal einmal WOP durch. 6 haben wir, alles klar. Dann bauen wir mal so ein bisschen was. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Da haben wir keine gleichen Items. Gehen wir auf Bauen. Und hier auch bauen. Uhuras Öhörer. Und dann hauen wir hier noch ein paar Trainingsprogramme rein. Ballern wir durch auf 150. Die Items schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Und dann könnte die Good to Go sein für die Mission. Das sieht gut aus. Sind auch keine doppelten Items drinnen. Das heißt, da brauche ich nicht auf die Unterebene klicken. So, manchmal kriegt man dann schon Gespür dafür, welche Items eine Unterebene haben und welche nicht. Kostet 18. Eieiei, okay. Wäre aber noch eine Möglichkeit, um zu dem Item zu kommen. Aber das Item geht eigentlich recht gut hierüber. Über das Warpen, da kommt es meistens raus und das mit einer Zweierchance. Also die Chancen sollten sie immer noch dringend überarbeiten. Das hat nie im Leben eine 2 von 5 Chance, weil das droppt so häufig und andere wieder komplett anders. Hier zum Beispiel, denen kaufe ich das nicht ab, dass das eine 5 von 5 Chance ist, weil das, da wird man oft irre, bis das Item überhaupt kommt. Das kann ich noch nicht machen, kann ich noch nicht fliegen, man mit einem Plan. Ist noch nicht möglich komplett. Okay, schauen wir uns das ganz kurz mal an. Mit 14 Kosten, warum das noch nicht fertig ist. Daran mangelt es hier. Oh, Cardassianer und Wechselbike. Okay, ja, das kann man vorstellen, dass das ein Problem ist. Ist ja Deep Space Nine. Das hat, glaube ich, meine Schwester gar nicht gesehen. Wahrscheinlich liegt es daran. Veteran Cardassianer Wechselbike. Wir brauchen Diplo Wechselbike. Ja, Odo, da braucht sehr viel Liebe. Oder der Cardassianer, ja, die Kira eventuell. Und natürlich hier, natürlich, da die 700. Ja, geil. Okay, dann müssten wir diesen Weg hier gehen und müssen enden auf jeden Fall on a strong line, ordentlich Security reinballern. Und hier haben wir eine Blockade. Das funktioniert nur, wenn Schleuse dich ein richtig ist. Und Schleuse dich ein, das war Cardassianer Wechselbike, genau, passt. Dann haben wir da vorne Command. Command schafft die Chainway locker. Und dann haben wir hier noch Diplo. Für Diplo nehmen wir einfach noch jemanden mit. Hier Sato zum Beispiel. Viel Spaß euch. Und dann fangen wir an mit, was haben wir gesagt? Eigentlich völlig egal, nehmen wir die Sato. Dann braucht's. Hab ich vertan? Cardassianer oder Wechselbike? Hab ich gerade vertan? Oh fuck. Hab ich mich vertan? Was habe ich denn eingegeben? Oh Mann, sorry. Okay, wie retten wir das? Gehen wir über die Schiene, denn wir haben ja die Chainway, die wuppt. Den Schraubenschlüssel locker durch. Okay. Na gut.
Okay, ja, das alte war immerhin dabei. Nice, at least. So, warte, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Cardassianer und Wechselbalk, ne? Wechselbalk war ganz scheiße und Cardassianer. Ach, Cardassianische Allianz. Ah, da muss man aufpassen. Ah, da muss man aufpassen. Ah, Anfängerfehler. Ah, geht nicht, geht nicht, geht nicht, weil sie keine reine Cardassianerin ist. Da hat man den Dukat, aber der kommt auf nix, auf keine geilen Werte. Sie wäre Cardassianerin, die Kira, aber die ist auch sicher Veteran, ne? Kira? Und schauen wir dich nochmal an. Kirachen. Kirachen ist nicht Veteran, ernsthaft. Okay. Sag mal so überraschend, was Veteran ist und was nicht Veteran ist. Okay, jedenfalls haben wir mal das Item, bauen wir uns das mal. Man kommt so schnell vom einen auf den anderen, wie ich es gerade vorher gesagt habe, weil eigentlich würde ich mir jetzt ganz gerne die Kira anschauen. Und schauen, was ich der Kira denn Gutes tun kann, damit sie die Diplomatie schafft, um das eine zu schaffen. Da haben wir wieder dieses mühsame Item. Das dauert immer ziemlich lange, bis man es craften kann. Hat zum Beispiel eine Kack-Drop-Chance, da die 4, die 3 von 5, ja, das glaube ich dem Item, weil das droppt sehr selten. Ja, mühsame Items, die man gar nicht haben, müsste man wieder einiges tun, damit wir da weitermachen können. Okay, dann schauen wir uns die Uhura nochmal an. Das bauen wir ja durch. Kein Problem. Da haben wir eine Mission, die wir noch nicht fliegen können. Zorn des Raptors. Reisen. Weiß auch noch nicht, wie lang ich das Video mache, denn ja, ich hab, wie ich es gesagt habe, man kann so schnell vom 100. ins 1000. kommen, das ist halt echt krass. Wir wollen das hier schaffen und dann ist eigentlich die Frage, ob wir bei eigentlich völlig egal, wo wir enden, da brauchen wir eigentlich gar nicht bei Improvisation oder Einfallsreich enden. Wir können auch auf die Phaser-Variante gehen. Gucken wir mal, Improvisation, okay, Janeway wird das auf jeden Fall wuppen. Die würde den Anfang, naja, so lala hinkriegen. Querdenker wäre der Picard. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Dann fährt der Picard das Ende ein und den Anfang. Und zwischendrin brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der ein frischer Medic ist. Oder ein frischer Wissenschaftler. Und dann kriegen wir das auch hin. Das heißt, wir fangen an mit Picard. Dann gehen wir über die Burnham. Und dann macht weiter die T'Pol. Ja, Burnham, so, jetzt kein Fail wie gerade vorher mit den Cardassianern. Aha, aha, aha. Cool, cool, cool. Und Picard schließt das Ganze ab. Yes. Tam, tatatam, tatatam. Da gehen wir auf weiter und hier können wir was bauen und die Uhura noch ein bisschen weiterbringen. Ja, das ist ja nice. Und dann ballern wir hier durch ohne Probleme. Guckt euch das an, wie es mit der Uhura vorangeht. Ja, da haben wir ein Item, was wir noch doppeln können. Zumindest das eine Item, das hier nicht. Leider nicht, Zigarillo. Okay, hier haben wir, oh je, oh je, ah, da sehe ich schon Übles, das müsste man replizieren, das hier, das ist ein bisschen komplizierter. Was war notwendig, Sicherheit? Ich weiß schon gar nicht mehr, war Sicherheit oder war es Diplo? Aber wenn es Sicherheit war, dann kriegen wir es hin. Dann schauen wir nochmal rein auf die Mission 2, wir müssen ja die Uhura nicht fertig machen, es reicht ja, wenn sie uns hier weiterhilft. Reißen wir mal hin. Es war Sicherheit, sehr schön, ausgezeichnet. Uhurachen. Uhura.
Verhörspezialist und Constable. Okay. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir anfangen und enden. 700, ja, das geht recht locker, das reicht richtig dicke. Und dann haben wir noch die Bohrkönigin rein. Hier, wir haben keinerlei Sperren, bis auf das hier. Nice, we're good to go. Crusher fängt an. Und was man natürlich auch machen könnte, auf das habe ich jetzt nicht geachtet, theoretisch könnte man für solche Missionen auch jemanden nehmen, der noch nicht auf Level 100 ist, damit der noch leveln kann. Also die Uhura levelt zum Beispiel. Die ist nicht... Oh mein Gott. Dieses Vorzeigeding. Jetzt, was mache ich denn? Wieso nehme ich denn die falsche Uhura? Oh, fucking hell. Also heute kann ich's. Die schlägt auch gleich noch fehl. Ja, fuck. Eieieiei, es tut mir leid, da mache ich ein Video, hier so geht's und dann verkacke ich's. Okay, ja, dann können wir gleich das machen, was ich euch zeigen wollte. Also Uhura, wir brauchen die richtige, ne? Die ist Verhörspezialist / Constable. Nicht wahr? Constable, Verhörspezialist. Oh, was mache ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Wie bin ich denn auf die Idee gekommen, dass die Uhura das kann? Mein Gott, also manchmal... Manchmal, aber nur manchmal. Okay. Ja, dann wäre das der Sloan als einziger. Bin ich denn? Oh Mann. Egal, wir haben trotzdem schöne Dinge gemacht mit der Uhura und haben die auf ein schönes Level gebracht. Gucken wir mal, ob der Sloan das hinkriegt. Er hat nur 271, aber er holt den Bonus raus durch seine PvP-Fähigkeiten, die auch noch irgendwie bei 200 liegen, sowas. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommen wir durch. Ist aber halt nicht hundertprozentig gesagt. Okay, dann machen wir das hier kurz. Eieieiei. Der Fail. Okay, 170 haben wir und wir kriegen nur 103. Dann geht sich das mal nicht aus. Ja, ist halt auch manchmal so, dass man da ein bisschen glücksabhängig ist. Und das Ende machen wir mit der Crusher. Okay, alles klar. Da habe ich jetzt keinen Bock, das 10 Millionen Mal zu machen, bis es klappt. Da schmeißt du mich gleich direkt raus. Ohne, dass er mich da in den Screen drinnen lässt. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Temporär, Cardassianer und Wechselbalk. Das hat man uns vorher schon angeschaut. Cardassianer war die Cardassianische Allianz. Die Kira haben wir auf 312, 335. Wir haben keinen zusätzlichen Bonus. Und dann müssen wir uns noch ganz kurz die PvP-Werte anschauen. Von der Kira, ob sie das denn hinkriegen würde als Cardassianerin. PvP-Werte bei 204. Okay, das heißt, der Bonus könnte 204 sein. Das könnte sich durchaus ausgehen. Probieren wir es einfach mal. Gehen wir auf Reisen. Da ballern wir uns die Kira rein. Ich suche nach Cardassianer. Ich nehme die Cardassianerin. Keine KCA, sondern nur Cardassianerin. Das haben wir ja auch schon gelernt. Den Anfang kann durchaus die Chainway machen. Wir bräuchten irgendwen, der Phaser hat. Das könnte auch die Chainway machen. Eigentlich kann die Chainway hier durchballern. Und wir könnten noch wen mitnehmen zum Leveln. Dann zeige ich euch das auch. Was ich da gemeint habe, ihr könnt theoretisch irgendjemanden, den ihr voranbringen wollt, da reinballern. Mitnehmen. Was weiß ich, von mir aus hier den Spock da auf Level 73. Und dann gehen wir auf Energie. Der macht gar nichts, der fliegt einfach nur dumm mit und levelt. Wir haben jemanden, der uns den Rest macht. Die Janeway, die macht die grobe Arbeit. Wir haben die Kira, die hier das hoffentlich schafft. 312. Es gibt keinen Missionsbonus, aber es gibt ihren PvP-Bonus. Der ist richtig gut. Fast das Maximum. Nice.
Ausgezeichnet, Datenbankkammer. Wir haben die Janeway, die hier weiterballert. Und die Janeway, die das Ende durchballert. Und der Spock hat sich das Ganze mal angeguckt, lieb gelächelt. Und Vorteil davon ist, tadada, der levelt und kriegt Erfahrungspunkte. Zwar nur 48, aber hey, immerhin, das gibt's quasi gratis obendrauf. Cool, cool. Dann haben wir das erledigt. Schön, schön, schön. Ja, dem Sloan müsste man auch ein bisschen Liebe spendieren, dass der diese eine Mission hier machen kann. Nämlich auch garantiert machen kann und nicht nur glücksabhängig ist. Kardassianer Wechselbalk? Hm? Ja. Ja, ich liebe es. Ich liebe es durchaus. 380. Veteranenbonus. Die Kira ist ja nicht Veteran. Ne? Das ist auch wieder so eine Glücksgeschichte. Nee. Fliegen wir es einmal. Fliegen wir es einmal. Da nehmen wir die PK für diese und diese Prüfung. Und dann haben wir noch einmal Diplo. Diplo brauchen wir eigentlich nur 380. Das heißt, auch hier können wir uns wieder irgendjemanden raussuchen, wo wir Bock haben, den zu leveln. Bei so Graden traue ich mich oft nicht. Hier so Level 90, weil es könnte sein, dass die schon am Maximum sind und dass denen einfach noch Items fehlen, dass die aber schon alle Erfahrung haben. Das heißt, ich nehme ganz gerne irgendwelche Ungeraden, was weiß ich, die Uhura, die wir vorher aus Versehen mit hatten. Können wir auch nochmal mitfliegen lassen. Dann levelt die auch noch. Pika, Kira, schauen wir mal. Ja, jetzt kommt der PvP-Bonus. 180, ja. Oh, aber gerade so. Yes. Ausgezeichnet. Oh, das könnte sogar die Uhura mitmachen. Dann fliegt sie nicht nur dumm mit, sondern dann macht sie das auch noch unter Picard. Der macht das Ende. Gut, gut, gut. Gut gemacht. Sehr schön. Item haben wir da. Weiteren Schwierigkeitsgrad gibt es da nicht. Okay, cool. Dann haben wir ja die Zweier. Geschichte fast fertig. Das einzige, was ihm fehlt, war der Lufa Sloan, den wir hier bräuchten. Zum Beispiel, oder halt den Odo, aber Odo war auf Level 10 und Sloan war dann doch auf einer höheren Level. Das heißt, mit besseren Sloan wird man das auch noch hinkriegen. Aber ich mag jetzt, wie ich es euch gerade vorher gezeigt habe, nicht zu viel Ressourcen reinballern in etwas, was wir bereits können, sondern möchte dann eher schauen, dass wir uns eher in der Breite aufstellen. Schauen wir mal die Episode 3 uns an. Was haben wir da? Androide und Kybernetiker. Oh je. Androide ist, glaube ich, auch nicht so gut vertreten bei ihr. Und Androide muss Wissenschaft haben. Eigentlich könnte ich gleich nach Kybernetiker suchen, aber machen wir uns mal den Spaß und suchen mal nach Androide. 401. Ui. Ui. Ja. Okay. 401. Oh, maybe mit dem Bonus könnte das hinhauen. Und dann schauen wir uns nach Kybernetiker an. Ob uns da irgendwer mega wegbläst. Ja, wieder der Lore. Ja, sonst niemand. Okay, gut, dann machen wir das. Das Ende macht uns... Schauen wir mal, wer könnte was machen. Könntest du die beiden machen? Ja, geht sich locker aus, glaube ich. Ja, also geht sich locker aus. Geht sich locker aus, dass der Picard das macht. Und dann nehmen wir noch irgendwen, der einfach mitfliegt. Wer hat Bock auf Mitfliegen? Der kein straightes Level hat. Er ist Bock, der fliegt wieder mit. Der schaut sich das Ganze wieder mal an. Okay, dann haben wir den Entschuldigung, den Anfang durch Picard. Weitermacht Picard. Da haben wir den Lore da unten. Das hier wollen wir. Ja, ja, ideal. Locker, locker, locker. Da klappt sogar 50. Schlechten Bonus erwischt, aber reicht vollkommen. Und Picard endet hier nochmal richtig schön. Ballert noch einmal ordentlich rein. Und wir haben es geschafft. Mission 3 abgeschlossen. Komplett geil.
Und ich glaube, der Dingens hatte sogar ein Level Up, der Spocky, der nur mitgeflogen ist. Cool, cool, cool. Das heißt, Episode 3 ready. Episode 4, da fehlt eins. Ich kann mir denken, was das ist. Weiß nicht, auch irgend so eine Cardassianer-Ekel-Geschichte? Oder war das eine andere Mission? Wechselbike, ja, genau, Wechselbike. Hm. Ah, Wechselbike. Da gibt es ja auch so wenige im Spiel, die das wirklich schaffen können. Also generell schon wenige Wechselbäger im Spiel und dann die auch noch hier Diplo haben. Nicht Diplo, sondern Command. Wechselbike oder Kazan. Hm, vielleicht Kazan. Sie mag Voyager, vielleicht hat sie den March Color. Yep. March Color. 517, 529, leider kein anderer Bonus. Dann schauen wir mal ganz kurz rein, was der Color kann. Hulu. Color kann PvP-technisch 245, das ist stattlich. Dies ist stattlich. Dann gehen wir auf Reisen. Probieren wir es einfach mal mit dem Color. Und was war die andere Geschichte? Wechselbike, wer... Könnte es jemand lernen? Ja, auch der Odo. Okay, wir viel lieber in den Odo spendieren, aber Odo ist auf der einen Seite Level 10, auf der anderen Seite ein Stern und auf der dritten Seite das hier wäre der Skill, den wir brauchen. Der drittschlechteste. Also der schlechteste generell, der jetzt nur auf 29 ist. Na, ich weiß ja nicht. Die, so viele Ressourcen möchte ich da nicht rausballern. Wir machen die Chainway hier für den Anfang, für den Mittelteil. Und hier... Lass mal einen Diplo mitfliegen oder einen Command-Heini, die noch kein hohes Level haben. Ich glaube, da war wieder die Uhura zum Beispiel als Möglichkeit. Die eine Uhura, die wir da aus Versehen immer mitnehmen. 500, ja, das geht sich locker aus. Wir haben ja keinen Stern, das heißt, die braucht nichts besonders Großes bewältigen. Mal Chainway, ein zweites Mal Chainway, dann aufpassen, da unten zu bleiben bei der Uhura. Und dann schauen wir, ob der March Color das hinkriegt. Fähigkeitsbonus. Jetzt wird spannend. Krieg was Gutes. Ja, 199 sollte. Ja, klappt. Vulkanische Lampe. Geil. So, so sieht's doch gut aus. Das sieht doch super aus. Das sieht doch sehr geil aus. Wir haben Episode 4 fertig. Episode 5 haben wir schon fertig. Cool, cool. Dann schauen wir weiter mit die Notrufe. Checke ich auch zwischendrin. Schiffskämpfe sollten eigentlich kein Problem sein. Ja, da haben wir das hier noch nicht. Mats Enterprise. Zweiter Schwierigkeitsgrad. Könnte klappen, außer es ist natürlich wieder irgendwas Ekliges, Wechselbike-mäßiges dabei. Zwei gleich. Clever Kommunikator, ja, das sollte klappen. Und Diplomat und inspirierend. Mhm, mhm. 600er Werte sollte auch klappen, oder? Schauen wir mal. Haben wir clevere Leute in der Crew, die auch noch Diplo können? Satter. Satta und Diplo und inspirierend. Inspir. Na, da hört es dann eher auf. Pike. Ja. Diplomat. Wir haben den Sarek mit 470. Wir haben den Viyun. Oh, wir haben den Doktor mit 500. Okay, 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 okay. Doktor mit 500, da haben wir auch nochmal 480 und 500, könnte man sich noch den Bonus anschauen, ob Fox einen besseren PvP-Wert hat oder der Doktor. Es würde auf jeden Fall einen Bonus geben auf den Doktor. Ja, dann schaue ich mal den nochmal ganz kurz an. Wieder rausgehen, das ist so mühsam. Das ist so zart, Leute. Okay, MHN ist auch immer mühsam zu suchen, weil irgendwie findet er das nie wirklich gescheit, den MHN. Warte mal, ich suche mal nach Diplomaten, machen wir es uns leichter.
Weil dann kann ich mir der Fox auch gleich anschauen. 241 Bonus. Und der Doktor 215. 209, 224, ja, wird auf selber drauf rauslaufen. Dann nehme ich eher den Base-Wert. Den Doktor kann ich auch noch ein bisschen leveln. Ein bisschen was können wir rausholen. Ich werde mir mal das hier gönnen, das dynamische Training. Das ist einfach so wichtig, weil man so viel besser leveln kann. Und dann schauen wir mal, dass wir den auf 90 bringen. 544, das sieht doch ganz gut aus. Da schauen wir uns noch die Items an, ob da irgendwo eins dabei ist, was die Diplomatie nochmal steigert. Hier wäre ein bisschen was. Das dritte Item war Diplomatie und das hier nicht. Diplomatisches Protokoll, das hat die ekligen Geschichten hier. Ja, ach, diese sind so mühsam zu craften. Und hier haben wir... Ja, doch auch mehrere Items, die wir brauchen. Wollen wir jetzt nicht machen mit den Chronitonen, dann muss der Doktor damit umgehen können. Ich suche nochmal nach Diplomat. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch den besten haben. 480 und 331. Ui. Aber 544 ist auch schon sehr cool. Also odds are, ich werde eher den Doktor nehmen. Ne, er kann das nicht erreichen. Picard auch nicht. Ne, ne. Nö, kommt der Picard auch nicht hin. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wieder auf die Notrufe. Notruf, genau. Und dann nehmen wir den Doktor mit. Den finden wir unter Diplomat. Dann hat man die Sato. Die 800er, ja, das sollte sich ausgehen. Ja, warte, die Reihenfolge ändere ich vielleicht auch nochmal ganz kurz. Wir haben Kommunikator, wir haben die Sato hier. Hier haben wir den Picard. Den Doktor. Diplomat. Damit ich da nicht durcheinander komme, wer was macht, weil die beide Diplomatie-Geschichten machen müssen. Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall jemanden fürs Ende, weil wenn das fehlschlägt, ist es ganz kacke. Wir könnten... Was haben wir sonst noch? Das eine wird fehlschlagen wahrscheinlich. Aber wir könnten den Picard nehmen. Der kann zumindest diese beiden Sachen lösen. Dann hätten wir das Ende gelöst. Wir haben das in der Mitte gelöst. Und ja, das ist okay. Mit dem Malus können wir definitiv leben. Machen wir mal los. Eigentlich völlig egal, wer beginnt. Dann machen wir die Sato. Dann macht der Picard weiter. Dann haben wir da unten die Sato. Genau, die ist wiederholt, weil die hat das erste gemacht, das zweite aber zum Glück nicht. Das heißt, die hat wieder Power. Ja, okay, das geht sich locker aus. Sehr schön, Abzeichen ist unseres. Und dann, jetzt wird spannend, Doc, ob sich das ausgeht. 544, ihr kriegt auf jeden Fall gleich einen Bonus, da den Diplomatenbonus. 215, ja, fast. Fast Maximum, ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Zusätzlich noch ein Item bekommen, das relativ mühsam ist. Das man nicht so leicht kriegt. Und hier gibt es natürlich einen Malus, weil wir das erste nicht geschafft haben. Aber da kommt der Picard locker drüber. Ausgezeichnet. Und der Doktor levelt sogar noch ein bisschen. Wir könnten es auf Episch spielen, aber... Ach, naja. Ich glaube, das tun wir uns jetzt erstmal nicht an. Fragezeichen. Es wird halt Erfahrung geben, also ich lieb's, wie ich mich immer selber revidiere und dann sage, ja, machen wir es doch. es wird auf jeden Fall Erfahrung geben und wir schaffen es auf jeden Fall mit der Bohrkönigin da durchzuballern. Ich würde nicht den unteren Weg nehmen, das werden wir nicht schaffen. Das heißt,
eventuell hier rüber gehen. Das wäre so die sichere Geschichte, weil wir die Janeway haben als Power Horse. Hier wird es allerdings ein Item geben im Vergleich zur unteren Schiene, wo es keins gibt. Das heißt, da könnten wir durchaus auch schon die Borgkönigin nehmen. Wir bräuchten dann noch jemanden, der entweder Arzt ist oder das hier schaffen kann. Aber notfalls nehmen wir die Chain einfach zweimal hintereinander. Arzt hätten wir auf jeden Fall durch sie. Die Janeway braucht es ja nur schaffen. Schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Einmal Janeway, dann Crusherchen. Die kommt da schön durch. Jetzt holen wir uns den Bonus. Drohe mit Eingriffen. Ja, das kann doch die Bohrkönigin super. Ja, ausgezeichnet. Sehen soll es unseres. Dann haben wir noch einmal die Janeway. Und die Borgkönigin am Ende, handle einen Deal aus. Und yes. Yeah, 1034 Erfahrung. Geil. Da haben wir mal reingelunzt in diese Episode. Und das sieht schon mal ganz cool aus. Notrufe ist halt doch relativ schwer. Also ich glaube, da wäre mal uns schwer tun, alles abzuschließen. Aber ich lunze mal kurz rein. Wenn das Schiff irgendwann ankommt. Nach einer turbulenten Reise endlich angekommen. Oh shit, bei einer Stunde sind wir schon. Eieiei, ich wollte nur kurz reinschauen und kurz mal aushelfen. Und jetzt hängen wir da. Telepart. Mit Dingens hier, mit Diplomatie. Was hat noch was besser wäre, meiner Meinung nach, wäre auch eine andere Anordnung von den Fenstern, dass dieses Fenster hier, was wir da sehen, auf der linken Seite wäre. Denn auf der rechten Seite steht immer, was man braucht für Fähigkeiten und für Werte. Das heißt, so muss man immer wieder rausgehen und sich denken, warte, was war es jetzt nochmal? Was ist jetzt nochmal Diplomatie? Warte, was war nochmal Bonus? Was war nochmal notwendig? Und das ist halt ein bisschen sehr doof. Wäre halt viel einfach nur das Fenster zu verschieben. Das sollte keine Krux sein. Und ja, man hätte es viel gechillter zu spielen. Telepathentechnisch, die Tepol könnte das machen. Oder die T'Pol. Jetzt wäre halt die Frage nach den PvP-Fähigkeiten. Welche T'Pol mehr PvP-Fähigkeiten hat, um da durchzupallern? Welche war das nochmal? Telepath-Kommunikator. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Wir suchen nach Telepath. Telepath. T'Pol mit 400, das ist gut. Das ist sehr schön. Und hier, wow, 600. Eieieiei. Okay, 824 zu 752. 300 standardmäßig und 200 standardmäßig. Die hat auf jeden Fall 300 standardmäßig. Die T'Pol, die ist richtig nice. Ich glaube, die wird's durchballern. Dieser eklige Planet hier. Ich weiß nicht, was sie sich da überlegt haben. Okay. Wo waren wir? Bei der Unendlichkeit. Unendlichkeit. Okay. Das heißt, wir haben Telepath. Wir haben The Ball. Und The Ball war die untere, die bessere. Dann schafft die uns das hier. Die wird auch das hier schaffen, vielleicht. 800, ja, das geht auf jeden Fall. Sie braucht ja keinen Bonus schaffen. Also das kriegt sie beides hin. Dann brauchen wir jemanden für den PK einfach. Wieso nicht? Der schafft das und das. Und dann brauchen wir noch jemanden, der hier ein bisschen Wissenschaft versprüht. Und zwar im Wert von 900. Da können wir auch ein bisschen runterschauen.
Okay, nicht so weit runter. Wollte noch irgendwie ein Mid-Leveln vielleicht. Aber da wird es dann schon sehr dünn. Ja, dann nehmen wir einfach Dieterpol mit. Wieso nicht? Okay. The Pol Power. Okay, PK startet. Es ist wichtig, nicht die falsche zu nehmen. Wir nehmen erst diese T'Pol. Dann die andere. Ja, Fähigkeitsbonus. Telepath oder 93 gibt es auch nochmal drauf. Und jetzt gib uns was Gutes. Das sieht sehr gut aus. Yes. Cool, das Gesöff gehört uns. PK zeigt sich im Kampf. Und Finish. Könnt ihr euch aussuchen. Macht nochmal die T'Pol. Yes. Geil. Nice. Was haben wir noch bei den Notrufen? Das geht ja eigentlich recht gut. Ich fürchte, die Chronitonen werden dann eher das Problem werden. 1100, 1044, ja. Diplo auch nicht so, die stärksten Leute. Empath und Pfleger. Ja, weder die Burgkönigin ist empathisch, noch kann sie pflegen. Empath und Pfleger. Massier kann das auch nicht. Und T'Pol, die hat doch mal gepflegt. Das ist wahrscheinlich nicht im Spiegeluniversum, aber generell hat sie doch den Tacker gepflegt. Also könnte die eigentlich auch dazu zählen. Ja, also vielleicht schafft sie es. Wir müssen ja den Bonus auch noch schaffen. Das wird dann die Frage, ob die Sato das hinkriegt. Vor allem die PvP-Werte von der Sato würden mich gleich nochmal interessieren. Das hier wird eher interessant. Sternenflotte. Ja, das sollte aber gehen. Die hat ja einen schönen PvP-Wert, wie wir gesehen haben. Die sollte da durchballern. Frage ist halt auch am Ende Empath, Pfleger. Was kann denn die Sato PvP technisch? 137, das haben wir fast gedacht, ist relativ kacke. Die Borgkönigin ist aber auch nicht viel besser. Und die Massia wäre besser, aber der fehlen ordentlich Base-Stats. Ja, müssen wir probieren, ob die Sato das hinkriegt. Also schaffen werden wir die Mission auf jeden Fall, aber ob der Sterndall am Ende mit dabei ist, das müssen wir schauen. Sato, T'Pol. Und wir dürfen uns auch nicht zu viel Fehler leisten, was kompliziert sein könnte, weil der PK schafft diese Sachen, aber wir haben niemanden, der versucht, den Helm zu kontrollieren. Schlecht. Vielleicht können wir da runter auch nicht. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass wir von hier dann da runterballern. Leider nicht. Das heißt, wir müssen das hier machen. Wir brauchen die Sato am Ende und wir brauchen die T'Pol hier eigentlich. Sterneflotte, Exobiologe. Ach, da war die Burnham noch nicht bei der Sternenflotte. Ja, fuck ey. Burnham, was kannst du denn eigentlich? Sternenflotte, Exomykologe, Exobiologe und Sternenflotte, beides. Saru, du wirst ja gerade interessant. Ja, der kriegt halt auch eine Command hin. Und den darf ich nicht beides machen lassen, weil sonst geht sich das andere definitiv nicht aus. Das ist ein bisschen blöd. Es ist ein bisschen belastend. Die Burnham würde halt gerne einen Bonus rauskriegen. Die müsste schon richtig gute PvP-Werte haben, damit sie da weiterkommt. Und ich habe die noch nicht so oft im PvP gesehen. Also ich glaube nicht, dass die so die Hammer-PvP-Werte hat. Wunderkind und Tage. Die Burnham ist doch sicher Wunderkind, oder? Die ist doch alles. Die kann doch alles. Kein Wunderkind, ui Burnham, das ist aber ganz schön scheiße. Bist du Taktikerin? Nee, bist gar nichts. Okay. Wow. Also es wird angezeigt, dass es klappt? Ja, okay. Angezeigt werden würde es. Okay, gut, Burnham. Dann ist nur interessant, was du für PvP-Werte hast.
The Burn. Fünfhundert? Ernsthaft? Das ist der wichtige Skill, oder? Das war Wissenschaft, ja? Okay, The Burn. Habe ich dich wohl unterschätzt, da? Kannst du doch wieder alles alleine machen, wie bei Discovery. Das ist ja Wahnsinn. Braucht man ja fast keine andere Crew. Wie bei Discovery. Burnham, nicht wahr? Die hier. Dann schafft die Burnham das hier und das hier. Und dann haben wir den Picard. Der schafft diese beiden Sachen. Boah, jetzt bin ich aber... Wenn das klappt, da muss man selber auf die Schulter klopfen. Wenn wir da alle Boni abholen, dann... Und ich brauche mir nicht auf die Schulter klopfen. Vergesst es. Das war's mit Schulterklopfen. Ai, 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 ai. Fahren wir da vorbei. Manchmal denkt man auch zu verkopft. Das passiert. Das kann sehr schnell passieren, wenn man zu verkopft denkt und sich denkt, ah, das klappt ja perfekt. Und dann stehen wir da wie der Trottel und sind die Person da. Während die beiden heißen Sex haben, sind wir die Person, die awkward wegläuft und sich denkt, okay, beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Eieiei, okay, gut, da hören wir den Mantel des Schweigens drüber. Unendlichkeit, nö. Aber da wird es dann auch schon wirklich, geht schon in komplexe Sphären. Da muss die Crew dann halt auch erst da sein, damit man da passend was machen können. 1000 Föderation Genetiker könnte die Crusher schaffen. Kommunikator und Diplomat war auf jeden Fall die Sato. Wir müssen halt nur, das ist halt die Frage, der Bonus wird nicht klappen, weil wir bräuchten jemanden, der uns das Ende macht, der auf jeden Fall gut im Schießen ist. Aber die Crusher wird nicht beides hintereinander schaffen. Wenn hier der Stern wäre, wäre es geil, weil dann würde die Crusher da mal durchballern und da könnte sie dann quasi auslaufen lassen. Die wird man dann auch noch verwenden können, aber sie wird den Bonus nicht schaffen. Ja, ne? Das heißt, das ist ein bisschen blöd. Dann... Wie machen wir das? Das Ende muss halt auf jeden Fall sitzen. Kelpiana verzweifelt. könnte natürlich auch die Route darunter gehen. Könnten uns dieses Item holen, was auch kein schlechtes Item ist. Die sind beide sehr wichtig, eigentlich, die Items. Helfen halt die das auch. Das hilft, die helfen so enorm, die braucht man so häufig. Kelpiana und verzweifelt. Verzweifelt ist eh die Hälfte der Crew. Burnham. Bock. Ja, Saru könnte das hinkriegen. Wird auch einen Bonus für Kelpiana kriegen. Wenn der nicht einen zu beschissenen PvP-Wert hat, dann kriegt er das hin. Und er hat einen, ja okay, einen PvP-Wert. Das sollte eigentlich machbar sein. Sagte er mal wieder. Und ließ sich was anderes beweisen. Okay, also wir haben die Crusher. Also nee, wir brauchen die Crusher gar nicht. Wenn wir die Route darunter gehen, brauchen wir die Crusher gar nicht. Würde ich ehrlich gesagt lieber machen, weil wir werden das hier wahrscheinlich nicht schaffen. Nicht unbedingt. Oder nicht sicher. Sato. Dann brauchen wir noch wen, der Phaser hat. Auf jeden Fall Chainway. Ja, Chainway macht Phaser am Ende. Macht Engineering am Anfang. Sato übernimmt hier. Dann haben wir den Saru. Und da haben wir nochmal die Sato. Die Chainway am Ende. Ja, ausgezeichnet. Perfekt aufgeteilt. Perfekt. So, Sato. Dein PvP-Wert ist nicht so geil. Aber du hast einen schönen Kommunikator-Bonus. Komm, 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 komm. Boah, ganz scheiße. Was geht sich aus? Geht sich gerade so aus. Saru? 922. Kelpiana. Oh.
Ja, das klappt. Yes. Eine Lektion, die er uns erteilt. Da hat man gesagt, wir nehmen die Sato und das Ende macht uns dann der Chainway. Cool, cool, cool. Dankeschön dafür. Ja. Und jetzt könnte man das Ganze natürlich noch einmal angehen und halt überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Doktor ist immer halt echt sehr schwach aufgestellt. Wir, ne? Schwesterchen. Da bräuchte man vielleicht den Q auf einem besseren Level, weil die Troy, die ist am Maximum. Und die Crusher, die ja, alleine kriegt sie das halt alles nicht gewuppt. Die kriegt das halt hier hin, aber das hier wird fehlschlagen. Man muss auch nicht unbedingt das mit einem Erfolg beenden. Wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden, der Diplo hat. Und dann wird man wieder Chainway Sato machen. Dann niemanden, das schlägt dann fehl. Damit wir das mit der voll ausgepowerten Crusher machen und das Ende mit der Chainway. Da gibt es dann einen Malus, aber den holt sie wieder raus, dadurch, dass sie Sternenflotte ist. Und vielleicht ist sie sogar Taktikerin. Müsste ich nochmal schauen. Ja, okay, sie wäre auch Taktiker. Das heißt, sie holt diese beiden Boni. Wir haben halt generell einen Malus. Sie ist aber erholt, das heißt, eigentlich soll es klappen. Eigentlich sollte das klappen. Man darf halt jetzt nur nicht sich da vertun und hier irgendwie versuchen, mit der Crusher reinzuballern. Das klappt halt nicht. Wir müssen, was weiß ich, da opfer ich die Sato. Das ist völlig egal. Das schlägt fehl. Da gibt es einen Malus. Jetzt wird spannend. Sammel kelpianische Proben. Crusher haut die Föderation raus. Bitte was Gutes. Ja, 400 klappt. Ich glaube, das sollte klappen. Yes. Experiment ist unser. Und Chainway, kann sie das Ende wuppen? Ja, 30 fehlen ihr. Da kommt sie locker hin. Da kriegt sie Taktika. Ja, kriegt sie Sternenflotte. Und dann kriegt sie nochmal PvP-Bonus. Nice. Yes. Und wir haben den Stern voll. Okay, dann fehlt uns eigentlich nur die eine... Die eine Geschichte, wo wir den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Und die Mats Enterprise, das ist das, was wir gerade vorher auf diesen Schwierigkeitsgrad freigeschalten hatten. Das ist, glaube ich, noch relativ heftig zu schaffen. Ja, das war die Geschichte. Nee, das machen wir noch nicht. Heben wir uns lieber noch die Kronetonen auf. Machen wir mal weiter. Notrufe haben wir soweit. Wir waren bei Episode 5. Das sieht gut aus. 6 fehlt uns genau 1. Leider keine Kampfmission, also keine Schiffsmission. Das sind immer die, die man am schnellsten fertig hat. Androide, Vulkane, oi. Und Phaser, also Androide und Phaser. Nicht mal der Lore hat Phaser. Der Lore war meine große Hoffnung. Bruder Tag, Data, Level 10. Okay, und Vulkane hat man, glaube ich, noch. Vulkane, Topol vielleicht? Spiegeluniversum, Stepol hier am Fighten und dann keine Phaser-Werte, ernsthaft? Die Wissenschaftswerte? Also, hätte ich in der Folge jetzt nicht gemerkt, also hätte ich eher ihr volle Phaser-Werte gegeben. Tuvok 500, Sarek 700, Valeris. Und da hört es dann schon irgendwie sehr stark auf. 700 müssen wir schaffen. Es wird immerhin den Bonus auf beides geben. Dann schauen wir uns doch mal ganz kurz an, wie es denn ausschaut mit die PvP-Boni. Vulkanier und Phaser. Valeris. 600. 200 bis 600. Uiuiuiui. Valeris ist aber hier stark dabei. Tuvok, den können wir komplett vernachlässigen. Den Tuvok hier eigentlich auch. Wir hätten ja schon die Valeris aus Power Horse. Oh, 700, 400, auch gut. Auch gut. 600, 600, 700, 400. Ah, ja, doch besser um, was, um 60 besser. Base-mäßig. Die 600 sind halt, wenn die triggern, hauen die richtig gut rein.
Ihn kann ich nicht mehr auf die Schnelle verbessern. Nee. Nö, 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 das ist so schade. Da braucht man hier eine Fusion, um den zu kriegen. Und dann hat der halt Kack-Werte. Das Einzige, was bei dem ist, gut ist, sind seine Fähigkeiten aus Nidix und Tuvok kombiniert. Der ist halt so gut wie alles. Aber von den Werten her, mei, schlimm dabei. Eher nicht. Nö, 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 nö. Also wird entweder Valeris werden oder Susmana Sarek. Ja, natürlich könnt ihr bei ihm bei den Items schauen und gucken, ob irgendwo noch ein Phaser-Wert dabei war beim ersten Item. Oh Gott, ja, das sieht sehr schlimm aus. Oh, könnte aber de facto sogar gehen. Ah, sagte er und stolperte über dieses Item. Okay, das heißt, wir müssten auf jeden Fall einmal replizieren. Ah ja, das ist auch so ein mühsames Item. Nee. Probieren wir es auch mal so hinkriegen. Probieren wir es über De Valeris. De Valeris. War sonst noch irgendwas gesperrt? Das da hinten. Okay, schauen wir mal, ob das da hinten auch klappt. Valeris. Und was haben wir am Ende? Empath und Kommunikator. Ja, Sato. Willkommen. Du hast soeben das Ticket gelöst, um mitfahren zu können. Gut, dann können wir darüber gehen, über den Weg. Das ist ja ideal, weil dann können wir da die Chainway mitnehmen. Dann haben wir die Valeris, dann haben wir nochmal die Chainway und dann haben wir am Ende noch einmal Empath und Kommunikator mit der Sata. Gut. Ja. Kurz mal durcheinander gekommen. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir den Vulkanier-Bonus. Ja, PvP, gib mir was Gutes. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Chainway. Und dann haben wir auch die Sato für das Ende. Da müssen wir das da oben machen. Ja, wow, nice. Polymer ist unseres und was auch unser ist, ist das Ende dieser Episode. Dass man dann immer wieder rausgeschmissen wird auf die Standardkarte, finde ich seltsam. Da wäre es dann eigentlich cool, da drinnen bleiben zu können. Damit man gleich weiß, okay, jetzt haben wir das geschafft, dann können wir uns das nächste gönnen. Also Episode 6 fertig. Cool. Das geht ja richtig voran. Episode 7. Eine Stunde schon, boah. Krass. Schmuggler und Halunke. Halunke. Mit Diplo war's. Marcia. Halunke, Schmuggler, 400 Bonus auf Halunke. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht mal raussuchen, ob wir einen Schmuggler haben. Das sollte ja idealerweise super gut durchklappen. 400 sogar braucht man nur. Für die Phaser. Bin ich sogar fast gewillt, ein bisschen runter zu gehen und ein bisschen zu schauen, ob wir irgendjemand noch Liebe spendieren können in Form von Erfahrung. Ja, zu weit dürfen wir nicht runtergehen. Zu weit dürfen wir auch nicht runtergehen. Hier die Chainway, Level 99. Dann nehmen wir die noch mit. Sie macht beide von diesen Prüfungen. Und dann haben wir noch die Crusher, die uns ein Hypospray mitbringt. 713. Dann nehmen wir den Q mit. Dann lernt der Q auch noch ein bisschen was. Chainway, genau. So haben wir es hier. Easy. Q. Einfach ein bisschen reinballern. Ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Wie viel hat es gebracht? Ja, 115 hier, Q. Geht ja richtig voran. Und wir könnten es auf Episch spielen. Und was haben wir hier für Fähigkeiten? Ja, da wird es dann schon anspruchsvoller. Sollte sich aber auch noch ausgeben. Dann nehmen wir aber die Crusher mit. Dann ist es genug mit Expeditionsflug, sondern dann ballern
baller mal richtig rein und da nehmen wir dann auch einen richtigen Fegen rein. Dann sollte das eigentlich klappen. Massier, der Stern könnte knapp werden. Der wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber wir holen die Phaser. Dann das hier sollte klappen. Halunke auch nochmal ein Bonus. PvP-Bonus. Yes, Crusher. Bereitet ein Hypospray vor. Natürlich bereitet Crusher ein Hypospray vor. Und 300 S. Mit Codes. Oh, Codes sind gut. Codes sind immer super. Und die Janeway nimmt das grande Finale auf sich. Ja. Wow. Wow, Bauplan. Großartig. Das braucht die Welt. Okay, dann fehlen uns eigentlich nur die Geschichten hier, um die Mission fertig zu machen. Ja, sollte eigentlich auch machbar sein, wenn wir nicht zu viel Malus einfahren. 800, ja, das wird die Janeway auch mit ein paar Malus schaffen. Weg mit der Massier, die brauchen wir dann nicht mehr. Dann nehmen wir dann die Sato mit. Dann haben wir Sato, T'Pol, Janeway, T'Pol und Janeway. Sonst hat man keine Sperren. Keine Sperren? Wir hatten doch eine Sperre drin. Egal. Egal. We got this. Wir kriegen das auch so hin. Janeway, die brauchen wir hierfür nicht. Das heißt, da ist egal, ob die ausgepowert ist. Das macht die Sato locker. Und die Janeway am Ende dann noch einmal. Yes. Dankeschön. Gehen wir nochmal kurz auf Wiederholen. Geheimagent und Einfallsreich hat da gesperrt. Okay, na gut. Aber wir haben es geschafft. We did it. Und haben die nächste Schwierigkeitsstufe auch gleich fertig gebracht. Okay. So, vier fehlen da noch. Vier Missionen oder vier Sterne. Ah ja, das hier fehlt komplett. Das war offenbar komplett gesperrt. Dann ist es diese Mission hier mit einem Stern und die komplette nächste. Okay. Okay, okay, okay. We're getting there. 700, ein Fall für Sato. Anfang Sato, Ende Sato. Zwischendrin Geheimagent und Einfallsreich. Jetzt wird spannend. Geheim. Kira. Einfallsreich. Borgkönigin. And winner is Borgqueen. Und ja, da können wir uns aussuchen, ob wir den Weg oder den Weg gehen. Ist eigentlich relativ egal. Wir müssen nur irgendwie auf 700 kommen. Das könnte eigentlich auch die Borgkönigin machen. Also streng genommen kann die Borgkönigin beides hintereinander machen. Das ist ihr besserer Skill, der kommt dann in der Ermüdung, das geht sich aber locker aus, denn das ist ja der wichtige, den sie machen muss. Das heißt, damit ich nicht durcheinander komme, sollte ich es eigentlich so anordnen, dass die Sato anfängt. Dann haben wir die Borgkönigin. Dann haben wir nochmal die Borgkönigin und das Ende macht ja auch nochmal die Borgkönigin. Und zwischendrin können wir irgendwen mitfliegen lassen. Ist völlig egal. Dann können wir wieder irgendwem ein schönes Level spendieren. Wo hat man denn? Da, Seven, ne, Seven war 99. Hurra, komm, flieg mit. Wenn du schon nicht nützlich warst in deiner Mission, dann kannst du hier mitfliegen. Sato fängt an. Die ist Messer als unseres. Borgkönigin. Tarnvorrichtung und Borg, das liegt doch auf der Hand. Ja, dann haben wir gesagt, nochmal die Borgkönigin. Und das Ende macht eine voll erholte Sato, die da durchpowert. Ohne Probleme. Nice. Cool, cool, cool. Das haben wir geschafft. Was uns zum Finale bringt, vielleicht. Müssen es auf jeden Fall zweimal machen. Wenn, also, erstmal müssen wir es schaffen, aber um alle Boni zu holen, müssen wir es zwei oder dreimal machen.
Zweimal, okay. Einmal den Weg und einmal den Weg hier. Okay, was haben wir an Werten? 830, ja, Borgkönigin. Mal als Good Guess. Ja, ich überlege es mal gerade anders. Wir nehmen den Picard. Der macht hier den Taktiker, macht am Ende den das Finale. Wir brauchen einmal Quantenmechanik Wunderkind. Wunderkind ist auf jeden Fall das Stamets. Alles klar, ja, da wird's dann, da dünnt sich schon aus. Ja, bei mir hat das Stamets auch so viele Missionen gemacht. War sehr wertvoll für mich. Dann kann das Stamets auch auf jeden Fall den Anfang machen. Da ist ja auch schon mal Wunderkind gefragt. Dann macht er die beiden Geschichten. Da kann ich nicht drauf, weil wir brauchen ja diesen Bonus hier auch. Dann sollte das eigentlich ohne Probleme klappen mit den beiden. Dann haben wir Stamets, Picard, Stamets, Picard. Und dann haben wir noch irgendwen zum Mitfliegen. Das ist ja überhaupt cool, wenn wir das dann auch noch hinkriegen, dass wieder irgendwer mitfliegt. Da darf der Spock wieder mal mitfliegen. Und dann schauen wir, ob das so klappt, wie ich es mir überlegt habe. Das andere könnte schwerer werden. Da braucht man eine Schwester, was ich gerade gesehen habe. Und Schwester ist die Dings nicht. Die Crusher. Okay, ich meine, wir kriegen auf jeden Fall hier wieder schön Erfahrung. 1034. So, und wenn wir jetzt auf Wiederholen gehen, wir haben hier Exobiologe und Schwester, eine Sperrung. Das wird schwer. Das wird schwer. Wow, Schwester-Guess, 500. Schwester. Exobiologe. Nochmal Case. Sie wäre Schwester. Weiß nicht, was die Chapel auf guten Wert auf 1 von 4 hat. Aber wahrscheinlich auch nicht besonders viel. Und da muss sie erst hinkommen. Exobiologe. Ja, Level 20. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. 800 brauchen wir. Okay, da müsste die Käse aber richtig gut sein. Da müsste die richtig durchballern. 200, nee. Nee, nee, leider nicht. Die ballert nicht richtig durch. Die Käse. Dann können wir das vergessen. Leider. Das war's, ne? Episode 7. Ja, es mangelt leider an Medic. Medic ist was, was bei der Schwester nicht so vorhanden ist. Also bei meiner Schwester. aber das hier sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Das Item, das kriegen wir ohne Probleme. Machen wir das einfach. Doch holen wir es uns noch. Ich hole einfach, was geht. Was geht. Was geht, das geht. Und dann nehmen wir noch einmal den Picard mit. Dann haben wir das hier, das hier. Wer macht das da oben? Habe ich niemanden, der das da oben macht. Kommt, Janeway. Das heißt, wir fliegen hier runter mit dem Picard. Janeway, Picard, ja. Aber auch hier fällt mir immer wieder auf, man muss halt wirklich aufpassen. Auch hier, dass man jetzt nicht aus Versehen vielleicht einen Falsch nimmt. Die Janeway würde es zwar auch schaffen, das zu machen, aber man muss halt da echt auch oft aufpassen, weil dann übersieht man vielleicht wieder irgendeine Sperre, die man nicht kommen sehen hat. Oder liest zu undeutlich, wie ich das gemacht habe mit der Cardassianischen Allianz und dem Cardassianer. Also ja, oft ein bisschen trickier, als es zuerst einen Anschein hat. Episode 7 haben wir. Episode 8, das sieht noch nach viel Arbeit aus. Dann haben wir noch 9 und 10. 8 ist was richtig Großes. 9. Schauen wir mal kurz rein. 3 sind da.
dann wird es halt schon sehr schwer. Also jetzt nähern wir uns echt schon dem Endgame. Da darf es halt nicht großartig viel an Medic-Geschichten geben, weil, boah, 1100, das ist schon eine Hausholnummer. Androide und Wunderkind, Stamets, so viel traue ich dir nicht zu, deine PvP-Fähigkeiten sind ja doch eher bescheiden. Borg und Improvisationstalent, das könnte die Janeway locker durchballern. Die könnte auch das Ende dann noch stemmen, wenn sie verletzt ist. Sollte sich das auch noch locker ausgehen. Dann hätten wir die Chainway am Anfang. Dann die Sato hier. Und ja, ich meine, wenn wir noch jemanden haben, ja, das könnte ich selber auch noch machen. Cool. Ja, dann geht sich das aus. Chainway macht den Anfang. Das ist so eine Mission, die muss man dreimal fliegen, weil es gibt keine Möglichkeit, die beiden Sterne und diesen Stern hier auf einmal oder auf zweimal zu kriegen. Wäre hier auch eine Verbindung zwischen 2 und 3, würde es gehen, aber die haben wir ja nicht. Sato. Dann Chainway. Ja, schöne Datenbank. Und die 7 am Ende. Zugang zum verschlossenen Raum. Cool, cool, cool. Das kriegen wir auch noch hin, Sternenflotte und Taktiker. Das sollte kein Problem sein. Ich mach's noch mal ganz kurz frisch. Da brauchen wir einen Angreifer und Sternenflotte und Taktiker. Ja, sonst macht das eher. Ja, macht die 7, macht die Borg-Königin. Okay. Easy Chili. Chili Milli. Am letzten werden wir halt scheitern, also an dem da oben. Das werden wir nicht hinkriegen. Nicht mit den Werten vom Stamets. Schauen wir die nochmal genauer gleich an. Stamets. Wunderkind. Stamets 253, nee. Ich glaube nicht, also könnte es vielleicht hinkriegen, aber dann muss man halt sehr frustresistent sein und das ein paar Mal machen und das sind mir die Chronitonen gerade nicht so wert. Da hinten hätten wir noch Himmelstempel. Was war da das Problem? Haben wir uns das schon angeschaut? Mal gucken. Dem Schwierigkeitsgrad Himmelstempel. Oh, Ferengi. Das sehe ich schon Probleme. Und Wechselbalg. Das ist eine Mischung. Wechselbalg nie. Und Ferengi. Ja, vielleicht. Ja, der Quark. Der Quark, der schafft das, dass der Quark kein Händler ist. Verstehe ich nicht, aber der Quark schafft es. Okay, dann haben wir die Sata, dann haben wir den Quark und am Ende. Wer mag mitfliegen? Wer hat Bock? Spocky? Spocky schafft das, oder? Spocky kriegt das hin. Gut, Sata. Quark. Wow, eine Uniform, ein Stern. Das ist ja was für ein. Das wäre eine Ausbeute. Und das Ende mit der Sata. Nächster Schwierigkeitsgrad. Ja, komm. Gib ihn her. 900, ja, das wird dann schon schwerer. Das wird der Quark dann schwerer hinkriegen. Da hätten wir auch die Pilotenschiene. Oder wir nehmen das mittlere. Also auch das müssen wir halt wieder dreimal machen. Auch da gibt es wieder keinen Weg, dass wir das nur zweimal machen können. Wenn wir es eh dreimal machen müssen, dann verlasse ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf den Quark. Dann gehen wir den weg. Dann nehme ich eher noch jemanden für die mittlere Schiene. Borgkönigin 1000. Diplomat, Dominion Diplomat. Okay, das sind sie beide nicht. Ja, sollte aber trotzdem klappen. Oder wir haben da oben einen Piloten, der mich gerade mega anspricht.
Tyler ist ein Pilot. Aha. Tyler kann was. Aha. Darüber könnte man natürlich auch gehen, über diese Schiene. PvP-Werte von Tyler kenne ich jetzt nicht. Aber wäre auch eine Idee. Dann machen wir Sato, Borgkönigin, Tyler und Sato. Ohne uns jetzt die Werte von Tyler anzuschauen, das macht's das auch nicht zu Hause nach. Das kann natürlich auch ins Auge gehen. Gut, guter Bonus. Tyler. Überdenke ja meine Meinung fast nochmal von dir. Nee, war gelogen. Okay, und was haben wir da noch für? Natürlich wieder schöne Erfahrung bekommen, weil wir es das erste Mal geschafft haben. Und das Item wäre interessant, das kriegen wir aber nie hin. Dominion Diplomat, das sollte eben vielleicht klappen, wenn wir da durchballern können. Ja gut, jetzt haben wir das erste geschafft, das ist ja kein Problem. Jetzt machen wir es nämlich so, dass die Borgkönigin anfängt und dann die Sato weitermacht. Die Sato hat ja den höheren Wert und wird da eher durchkommen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Janeway und das Ende über die Sato. Die Variante ist man natürlich lieber, weil wir dann eine bessere Sato hier für den Mittelteil haben und das sich super ausgeht. Janeway und Sato. Gut, nice. Das andere klappt, wie gesagt, nicht mit den Ferengis. Da haben wir nicht so wirklich eine Chance. Cool. 9 waren wir, ne? Oh, da habe ich gerade dieses Ekel-Item gesehen. Das dauert auch immer eine Zeit lang. Das hier zum Beispiel, das, ach, so ein mieses Item. Das müssen wir auch öfter fliegen. Das müssen wir auch zweimal auf jeden Fall fliegen. Wenn man Glück hat, schafft man das auf zweimal, indem man hier rüber fliegt und einmal hier unten. Okay, aber 1100 ist eine Ansage. Brutal und Veteran. Veteran, ja. Er wäre brutal und Veteran. Doppelpower. Veteran und Held am Ende nochmal. Ja, ist ja auch quasi beides. Das ist, glaube ich, die Janeway auch, oder? Die müsste auch Held. Die ist nicht Held? Okay. Ein Jahr Hölle, Janeway ist nicht Held? Aha. Okay. Aber anyway, wir brauchen die Janeway ja sowieso. Für den Anfang, das heißt, wir haben hier schön aufgeräumt, Janeway, die an Picard das Steuer übergibt. Dann haben wir, wen haben wir dann? Borgkönigin wahrscheinlich. Dann haben wir die Borgkönigin, genau. Und dann haben wir am Ende noch einmal den Picard. Das sollte sich gut ausgehen. Trotz der hohen Werte sollte man das eigentlich recht gut schaffen. Wegen den schönen Muni. Blutwein. Das ist auch mal was Leckeres. Borgkönigin. Oh, nice. Und Picard. Yes. 112 Konitonen nur noch. Eieiei. Okay, kriegen wir das hin. Wir haben die Chainware am Anfang. Wir haben den Picard mit Schmuggler und Überlebenskünstler. Na gut, dann nehmen wir die Borgkönigin. Oder doch den Picard, wegen dem Ende. Schmuggler, Überlebenskünstler. Bist du Überlebenskünstler? Nee. Sie müsste eigentlich Überlebenskünstler sein, die Burnham, oder? Theoretisch. Überlebenskünstler Lorca? Wahrscheinlich eher nicht. Tja, ne? Keiner so richtig. Veteran und Held. Okay, das könnte die Janeway am Ende nochmal machen. Ich glaube, das klappt sogar.
Das müsste sogar gut klappen. Also das geht sich auf jeden Fall aus. Okay, was haben wir hier? Scharfschütze und verzweifelt. Scharfschütze. Tyler. Überrascht mich ja immer mehr. Der ist sicher auch verzweifelt, oder? Der war immer verzweifelt. Wo sind denn die verzweifelten Leute, sag mal? Boah, nee, ich muss ja wirklich den Tyler nehmen hier. Dann haben wir die Chainway, wir haben die Borgkönigin, wir haben den Tyler und wir haben die Chainway als Finale. Und da kriegen wir jetzt einen schönen Bonus raus bei der Borgkönigin. Ja. Tyler S. hat die Frage, ob er das hinkriegt. 900 und 1100. Also schaffen wir das, aber ob er den Bonus rauszieht. 300. Nee. Nicht mit diesen Werten. Nö. Könnten wir auch ein paar Mal fliegen und dann hätte man vielleicht irgendwann, hätte Tyler vielleicht irgendwann Erfolg und würde das schaffen. Also auch eine Möglichkeit. Frisst halt ordentlich an Ressourcen. Ja. Ist jetzt gerade nicht auf meinem Schirm. Okay, 9 geht voran. Mehr erdulden. Oh, das ist aber viel zu machen. Oh nein, oh Crusher, nee, das schafft die Crusher nicht. Pfleger wäre die Troy, aber doch, das ist zu weit weg, das ist 400 entfernt, dass wir ihre PvP-Fähigkeit nicht hinkriegen. Das wird nicht klappen. Hier haben wir nicht mal irgendwie einen Bonus am Ende, das heißt, das muss die Sato mit ihren mickrigen PvP-Fähigkeiten hinkriegen. Ja, okay. Technisiert und kulturelle Persönlichkeit. Die Borgkönigin ist eine kulturelle Persönlichkeit, ohne Witz. Okay. I doubt vor allem, das ist alles noch weiß. Das ist alles noch weiß. Wir müssen diesen Weg darüber gehen. Wir bräuchten ja hier eigentlich auch noch den Bonus. Das heißt, das hier könnte ich schaffen, das hier klappt auch, weil selbst wenn sie verletzt ist, wird sie das schaffen. Sie ist aber weder Ermittler noch Androide, das heißt, sie kriegt hier auch keinen Bonus raus und den Anfang können wir uns halt komplett schenken. Dann wird das Ende wahrscheinlich oder wird definitiv nicht klappen mit Bonus, weil sie ja dann noch einen Malus hätte, dadurch, dass wir diese Mission nicht schaffen. Das heißt, wir würden das Item vielleicht rauskriegen. Das ist auch noch nicht gesagt, weil ihre PvP-Werte ja auch kacke sind. Das heißt, eigentlich kann ich das vergessen. Das wäre eine Verschwendung an Chronitonen. Kein mehr erdulden für mich. Da bin ich raus. Episode 10. Ja, vielleicht. Hier die Elite vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht Elite-Mission. Eine Sperrung, Einfallsreich und Jäger mit Wissenschaft. Wissenschaft und Jäger ist eine dumme Kombination. Einfallsreich schon eher. Tun wir mal ganz kurz nach Jäger. Ich glaube, das ist immer schnell fertig. Aha. Und dann suchen wir nach Einfallsreich. Und wir müssen was schaffen. 700. Ne? Mit Bonus auf Einfallsreich und Jäger. Okay. Das ist auch sehr einfallsreich. Ja, Picard, eventuell. Ich wollte nicht anklicken. Ich wollte den vergleichen. Also Picard. Oder Picard. Ja. Valeris, der hatte gute PvP-Werte, aber
vor allem auf dem Hauptskill. Ich weiß nicht, wie es bei ihr beim zweiten Skill ausschaut. Es ist ja relativ belastend, also Picard könnte es aber schaffen. Da ist er 40 drunter, das wird auf jeden Fall mit seinem Einfallsreich-Trade klappen. Und dann hoffe ich, dass er genug PvP-Fähigkeiten hat, um den Rest zu wuppen. Das ist ziemlich lange, aber das eigentlich ist das Wichtigste immer das Ende. Ich kann es nur wiederholen. Aufs Ende kommt es an. Das Ende muss man eigentlich schaffen und das Ende könnte sogar der Picard schaffen. Wir haben sehr viel an Geschichten da dazwischen, an Schraubenschlüsseln. Das heißt, wir hätten die Janeway oft im Einsatz. Und dann bräuchten wir hier noch jemanden, der uns... Ja, so ein Saru vielleicht, weil der hätte eventuell auch noch die Möglichkeit, das zu fliegen. Wahrscheinlichkeit ist aber eh gering. Wahrscheinlich fliegen wir hier über die Janeway. Da macht die Janeway einfach 10-mal hintereinander. Super Sonderschichten. Ah ne, können wir gar nicht. Da kann die Janeway gar nicht übernehmen. Wir haben ja hier oben den Saru. Janeway Saru. Dann hätten wir als nächstes... Ja, dann haben wir den Picard noch einmal. Ja, passt. Sollte sich ausgehen. Sollte passen. Picard. Locke die Tiere in eine Falle und Trommelwirbel. Geht sich das aus? Wir haben den Einfallsreich-Bonus. Ja, PvP. Oh Gott, hat der Kackwerte. 91, das ist fast das Maximum. Und ach, yes, sir, I can boogie. Ja, warum nicht auch mal Glück haben? Das macht der Saru. Jetzt haben wir die Chainway Power. Chainway Power. Chainway Power. Und das Finale macht uns der Picard. Chainway und Picard auf einer Mission. Wer hätte gedacht, dass es das mal gibt? Episch bin. Oh shit, vielleicht doch nicht episch bin. Eieieiei. Ich meine, im Grunde die Chainway Power war richtig gut. Die könnte auch mit Verletzung hier durchpowern. Ja, ne? Picard wird das hier schaffen. Also wir hätten die Janeway, den Picard, die Janeway, die Janeway. Die T'Pol könnte man da mitnehmen. Dann nochmal die T'Pol? Fragezeichen. Und am Ende noch einmal den Picard. Vielleicht? Hm? Maybe? Schauen wir mal. Wir wollten runtergehen zuerst, ne? Wir wollten uns das hier anschauen. Oh, Kack-Bonus. Geht sich aus. Janeway. Janeway. Ja, selbst mit Verletzung zieht er 300 ab. Das geht sich auch schön aus. Ja, sollte passen. Da oben haben wir gesagt, die T'Pol. Hm. Schön. Das wird sich auch ausgehen mit der T'Pol. Ja, jetzt können wir natürlich greedy sein und können uns den Picard hier snacken. Dann gehen wir aber da leer aus, weil der Picard ja zweimal hintereinander drankommen würde. Oder wir nehmen die Janeway hierfür. Eigentlich auch eine Idee. Janeway macht das mal. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Veteranenbonus. Uiuiuiui. Ja, ideal. Die Ehre. Ja, geil, was wir da weggesnackt haben gerade, Leute. Cool. Cool, cool. Dann fehlt ja eigentlich nur der Stern hier. Der wird halt sehr schwer werden. Den werden wir nicht hinkriegen. Einfallsreich. Da hat man ja nicht so wirklich die Leute. Und da unten. Oh, Dilithium. Das lasse ich meiner Schwester. Da kann sie eventuell den Erfinder oder das Wunderkind draufhetzen. Ja,
Okay, da müssen wir eh noch ein bisschen trainieren, bis wir Erfinder oder Wunderkind auf dem Level haben. Aber natürlich, die Lithium-Schmackofatz. Das ist natürlich sehr cool. Oh, das ist natürlich fies, weil das ist nochmal gesperrt von dem hier. Das heißt, das muss Erfolg bei Befiehl das Entfernen. Befiehl das Entfernen. Befiehl das Entfernen. Wo ist Befiehl das Entfernen? Da. Das muss erfolgreich sein. Okay, das muss man auf jeden Fall schaffen. Das kriegt sie aber locker hin mit der Borgkönigin. Das muss erfolgreich sein. Muss es dann keinen Erfinder geben? Also ich überlege gerade, wenn wir über diese Route gehen, hätten wir doch eines geschafft. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, weil ob das jetzt quasi heißt, entweder oder beides. Weil Erfinder oder Wunderkind, es muss ja nicht beides sein. Das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Bei Erfolg bei ist die Frage. Ich glaube, das ist eine Und-Entscheidung, weil das weil hier ein Sperrzeichen ist. Glaube ich ehrlich gesagt. Das wird eine Unentscheidung sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte es auch nicht machen, weil ich möchte ihr das die Lithium doppeln lassen über das Tablet. So, 63 Kronitonen haben wir noch. Boah, fast 2 Stunden. Eieiei. Ganz schön krass. Boah, Episode 10. Hat man sonst noch irgendwas dabei? Hier bei Episode 10. War das das gerade? Hat man doch gar nicht. Episode 10 hat man noch gar nicht. Romantisch und Bajor, aber kein Ausschluss. Das ist ideal. Dann können wir die Borgkönigin da reinhauen. Die ist weder romantisch noch Bajoranerin, aber es ist okay. Geheimagent Ermittler. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Die müssen wir irgendwie schaffen mit Phaser. Geheimagent Tuvok. Sloan, ja. Geheimagent und Ermittler, oder? Ermittler Data mit einem scheiß Level oder Tuvok. Glaube, da hat er 200 Werte, oder? 200 PvP. Geheimagent Tuvok. Wir müssen es ja eigentlich nur schaffen. Wir brauchen den Bonus nicht, weil es gibt ja kein Item als Bonus. Das schaue ich mir jetzt nochmal an. Geheimagent auf Phaser-Basis. Nee. Guter PvP-Wert, aber nee. 500 und 700. Ja. Und Ermittler war. Ja, nee, dann wird es der Dings werden. Dann wird es der Geheimagent werden, wahrscheinlich. Dann wird es er werden. Könnte ich mal vorstellen. Der braucht. Ekliges Item. Und ekliges Item. Das geht sich nicht aus mit den Kronitonen, die wir noch zur Verfügung haben. Das heißt, er wird es einfach probieren. Der Tuvok. Er wird es einfach probieren. Oh, da gibt es auch die Lithium. Da gibt es auch die Lithium. Eieieiei. Ah. Spiegeluniversum brutal. Spiegeluniversum und brutal. Brutal. Okay, sie wird schaffen. Also. Ja. Wenn meine Schwester dazu hört, ich würde an ihrer Stelle das hier fliegen. Wird da vielleicht die Sato mitnehmen und dann mit Brutal das hier wuppen. Oder Borg, natürlich die Borg Queen. Die Borg Queen, ja klar. Da die Borg Königin einsetzen und du hättest Easy Chili das Dilithium und könntest das dann doppeln über die Werbung.
Genau. Müsstest halt nur aufpassen, dass es quasi keine Downtime gibt mit der Werbung, weil wenn man die einmal doppelt, dann braucht es wieder eine gewisse Zeit, bis man es wieder doppelt kann. Aber als erste Mission könnte man das super fliegen, das unendliche Willkommen. Und dann, dass die zum Doppeln und statt 75 hätten wir 150, das wäre halt richtig nice. Aber ich kann ja die darunter fliegen. Da hat man nur gesagt, wir brauchen einen Ermittler oder Geheimagent, um das freizuschalten. Da wollte man den Tuvok mitfliegen lassen. Okay, dann schlägt das erste fehl, weil es gibt einfach keinen guten Arzt. Und wir müssen das auf jeden Fall hier schaffen. Das hier möchte ich ja auch auf jeden Fall hinkriegen. Und das Finale auch. Warte mal, Bohrkönigin, Crusher. Das wäre gefährlich. Counselor geht sich aus. Romantisch Bajorana, nee, nee. Crush, die Troy ist zwar wahrscheinlich romantisch. Ist nicht mal romantisch, okay. Hat keine Rolle, aber ist nicht romantisch. Okay. Anyway. Gut, dann schlägt das halt fehl. Okay, das heißt, wir wollen hier nicht den Tuvok nehmen. Der Rest ist uns egal, ob ich hier. Nehmen wir die Topol von mir aus. Das geht katastrophal schief. Jetzt haben wir das Wichtige. Schließ die Tür auf. Turk, yes. Gut, gut, gut. Dann haben wir die Bohrkönigin, die holt sich das Item. Das Pet. Und das Ende macht uns die Topol. Genau. Wie gesagt, ich könnte jetzt locker den nächsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Mit Fernsehen. Das wird sich locker ausgehen mit der Bohrkönigin, aber ich mag halt ihr den Doppler lassen. Einen relativ leichten Doppler. Ja, mit der letzten verfügbaren Episode hier, Episode 10, das hier auf Elite. Und ja, eigentlich können wir schon fast so lassen. Da. Oh, da haben wir ja natürlich auch die Lithium. Da mag ich ja fast nichts riskieren. Ich weiß nämlich jetzt nicht, an welcher Stelle das Dilithium ist und vielleicht hat sie da Erfolg und kann hier durchpowern und sich das Dilithium snacken. Da mag ich jetzt fast nicht irgendwie vorpreschen und ihr aus Versehen das Dilithium abholen. Cool, ja, nice. Läuft, geht voran. Da hätten wir noch eine Mission, die wir noch gar nicht gespielt haben. Da gibt es auch nochmal Erfahrung abzustauben. Arzt am Ende. Da wollen wir es aber wissen. Da wollen wir es aber wissen. Wischen mit der Crusher. Was haben wir da? Counselor und Kommunikator gesperrt. Ja, Kommunikator könnte die Sato machen. Kann die Sato auch machen, wenn sie das hier macht. Sollte sich auch ausgehen. Und dann bräuchte man da noch jemanden, der Wissenschaftler ist. Paul von mir aus oder ja, Paul. Das heißt, wir haben den Anfang, den macht die Sato irgendwie mit. Dann haben wir noch einmal die Sato und noch einmal die Sato. Dann haben wir die Paul und die Crusher. Okay, Sato Power. Na komm, wow, schlägt das fehl. Egal. Egal, ist uns ja nicht so wichtig. Gib uns was Gutes. Give me good. Boah, das ist gut. Ein gutes Item. Und entwickle eine Tollwutbehandlung. Na, Crusher, da haben wir doch bestimmt ein Hypospray dafür. Und yes, da haben wir wieder die Fetterfahrung. Juhu. Neuster. Was versteckt sich da noch Spannendes? Ein Ermittler. Ermittler könnte auch spannend werden. Phaser, Ermittler, Tuvok. Der einzige Ermittler und ich glaube, der schafft das nicht. Da bin ich auch, da hänge ich, glaube ich, noch mit meinem zweiten Account, weil ich da auch einfach keinen guten Ermittler habe. Zweiter Account bin ich recht gut durchgeballert, aber am Ermittler hänge ich. Das Oberkommando könnte ich schaffen.
Also diesen Pfad könnte ich dann nochmal abschließen. Ja, können wir vielleicht noch machen am Ende, oder? Was sagt ihr? Machen wir das noch. Crusher brauche ich fürs Ende. Ja, Burnham, das hier und das hier. Und dann noch jemanden wie die Bohrkönigin, die uns das Item hier holt. Bohrkönigin fängt an. Dann haben wir die Burnham. Dann haben wir die Bohrkönigin. Dann haben wir die Burnham. Und dann haben wir nochmal die Crusher. Yes, okay, nice, gut. Das hier wird nicht klappen mit dem Ermittler und dementsprechend ist dann auch das hier gesperrt. Wird mal locker schaffen, aber nicht ohne Ermittler. 22 Konditonen haben wir noch. Uiuiuiui. Wir nähern uns dem Ende. Das kriegen wir, wie gesagt, leider nicht ohne Ermittler hin. Da hätten wir nochmal was. Ah, das war das mit dem Dilithium. Genau, das wollte ich ja noch nicht fliegen. Genau, ja, ich glaube ansonsten sind wir eigentlich recht gut durchgebaut, hat das sehr gut funktioniert. Episode 8, hat man da noch irgendwas? Ja, Episode 8 hätte man noch ein bisschen was, das könnte man das hier noch fliegen für die Erfahrung auf jeden Fall. Und um mal so ein bisschen die Items aufzudecken, machen wir das einfach noch. Und den unteren Schwierigkeitsgrad könnte man dann auch noch machen. Okay, wir haben Phaser am Ende. Da sehe ich irgendwo Medic. Aber sollte machbar sein, weil wir die Chainway haben. Die fliegt uns das Ende, die fliegt uns den Anfang. Und zwischendrin dann bräuchten wir auch noch irgendwo einen Phaser-Hannes. Wir könnten natürlich auch da fliegen und könnten die Crusher weglassen. Da ist nämlich nur Erfolg, verstärke das Transportsignal und das klappt ja auf jeden Fall. Dann würden wir uns die Crusher sparen, die ja vielleicht eh in die Binsen geht. Dann hätten wir Chainway, Sato. Picard und Chainway. Chainway eröffnet uns das hier. Da sagt die Sato vielen Dank. Dann haben wir die Chainway. Und dann haben wir hier nochmal der BK. Cool, dann haben wir das auch noch mal reingelunst und mal gezeigt, was es hier noch für Items gibt. Quantenmechaniker und Wunderkind, das wird wieder schwerer, das zu kriegen, glaube ich. Und bei der Crusher weiß man es ja auch nicht. Nur noch 4 Konditonen. Das heißt, wir kommen zum Zwangsende nach einer Stunde irgendwas. Eine Stunde 57. Eieieiei. Okay. Ich werde noch gucken, ob ich die Flottenherausforderung noch irgendwie schaffen werde. Da wollte ich ja noch jemanden raus. Wahrscheinlich eher nicht, weil Crewplatz ist ja auch sehr gering. Die Schiffswerft, da holen wir uns noch die Pike Enterprise ab. Cool, haben wir die auch freigeschalten. Nice, also soll es mal irgendwann so ein Ziel-Event geben, wo man die Pike Enterprise fliegen muss. Dann ist meine Schwester da auch am Start. Cool, cool. Ja, einiges geschafft. Und wenn wir uns jetzt die Items hier anschauen, glaube ich, wird einiges mehr aufleuchten, was wir bauen könnten. Ein paar Items, die bislang gesperrt waren, dort zum Beispiel die Kess, könnte sie auf das nächste Level voranbringen, die Adra auch. Chizia hätte auch was gewonnen. Nice, nice, nice. Und wie sieht's aus bei den 3-Sterne-Leuten? Das sieht auch sehr gut aus. Da fehlen eigentlich nur noch die Sterne. Die ist schon auf einem sehr guten Level. Die Wasch. Und dann haben wir noch die 2-Sterne-Leute. Boah. Der ist so schwer zu leveln. Diese ganzen Käsen-Dinger. Eigentlich könnte man den wegballern, weil der, ich glaube, der wird keine Freude machen.
Der kommt erst irgendwann später, würde ich mal tippen. Würde mal den Tipp geben. Chapper. Das Item. Augments. Na, hat man schon gekauft. Habe ich schon für einen anderen Charakter gekauft. Das wäre natürlich praktisch. So einen Einsteiner-Helden aufzuleveln ist halt immer cool, weil es halt auch überall rein sieht in jeder Statistik. Mach Leute unsterblich, genauso wie da in die Einstern-Crew-Geschichte. Das ist halt immer cool, solche Leute, wenn man es hinkriegt, zu leveln. Nachteil halt dieses Item da. Wir können uns ja auch leider nichts mehr leisten, weil wir komplett am Kronitonenende sind. Aber dann replizieren wir das mal ganz kurz, dieses Kack-Item. Und dann können wir da zumindest noch ein bisschen weiterbauen bis zu dem nächsten Kack-Item hier in der dritten Reihe. Aber nice, lief richtig gut. Lief gut voran. Schön was weitergebracht. Und vor allem jetzt kann sie dann halt viele Sachen zum Beispiel durchwarpen, die halt vorher nicht gingen. Und vieles freigeschalten und Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel noch Dilithium abzuholen durch Missionen und doppeltes Dilithium durch die Werbung am Tablet. Guti, das soll es gewesen sein. Ein kleiner Einblick in den Account meiner Schwester. Liebe Grüße an der Stelle. Und natürlich auch ein paar Tipps und Tricks rund um das Leveln. Genau, hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.